Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7. Hallo. Unser derzeitiges Ziel ist es ja, die restlichen zwei Wolfsköpfe zu finden, um die Tür aufzumachen und aus dem Haus zu fliehen. Ganz genau weiß ich gerade nicht, wie es weitergeht, aber wir werden das schon zusammen herausfinden, also gehen wir direkt rein. Nach einer anstrengenden Begegnung in der Garage findet Eve einen Weg in die Eingangshalle. Aber die Tür nach draußen ist verschlossen, um sie zu öffnen, wird mehr als ein normaler Schlüssel benötigt. Also müssen hinauskommen. Und wie schon vorher, wir haben noch immer den Pulsmesser dabei. Ich hoffe, euch gefällt das. So, wir haben ja da aufgehört mit leider nicht so viel HP. Wir sind fast kaputt. Wir können da Sachen einlagern, aber... Ja, ich schaue mir das Schatzfoto jetzt noch einmal an und dann tun wir es einloggen. Es soll eigentlich, ich habe ja das nettes Versteck, findest, wenn du kannst. Es soll ja eigentlich da bei irgendeinem, ja, oberen Kamin schaut es fast so aus, irgendwie ein Schatz sein. Aber da wir Platzprobleme haben, geht es jetzt mal einloggen. Wir haben da noch Flintenmunition drin, die könnte man eigentlich ausnehmen. Dann Schießpulver, da könnte man mit Ding, haben wir aber leider keins, sonst Munition herstellen. Gut. Das haben wir schon alles gesehen. Also das ist die Map. Das sind Gott sei Dank eh zwei verschiedene Untermissionen noch. Ich habe beim Schneiden bemerkt, dass ich das Buch nicht aufgemacht habe, das werden wir aufmachen. Und im Zerlegungsraum sammeln wir nicht einigung, weil es für Monster waren. Aber jetzt haben wir ja unsere Shotgun und deshalb werden wir das, glaube ich, schaffen. Also gehen wir jetzt aber mal. Weil ich glaube, dass es oben safer ist. Weil ich bin ja fast kaputt. Einmal oben. Einmal in den... Oh mein Gott, es fängt schon wieder an. Zum Buch. Warum ist das Spiel so creepy? Das haben wir schon durchgelesen. Die Figuren haben wir früher auch nicht alle zerstört. Habe ich auch gemerkt beim Schneiden dann, dass man die zerstören muss. Ich hoffe, das respawnet einfach. Random Monster, aber ich finde, mit meiner Shotgun fühle ich mich schon ziemlich sicher. Wir sind jetzt da mal in dem Raum. Machen wir mal die Tür zu da. Wohl nein, lass mich so. So, da ist das Buch. Hoffen wir mal. Weil da muss man F drucken, das habe ich nicht checkt. Ah, da ist ein Kopf drinnen. Ja, nice. Das haben wir eigentlich auch schon gelesen. Oder? Die Lichter. Ist relativ dunkel, glaube ich, weil wir low HP sind. Aber ja. Den Raum haben wir da eigentlich nur während dem Fight zugeschaut. Das heißt, den werden wir jetzt mal durchgehen. Ich bin es leid, die ganze Scheiße durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hunde Kopfreliefs, damit die keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass sie uns so verstecken. Die Standuhr im Wohnzimmer haben wir, das Buch, das haben wir jetzt auch und im Zerlegungsraum. Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Zerlegungsraum gehen. Gut. Da ist ein Gebiss drinnen. Okay. Interessant. Da war, glaube ich, was drinnen. Das ist gut. Jetzt können wir mal wieder unseren Heal herstellen. Kombinieren. Kraut und flüssige Chemikalien. Zack. Und jetzt können wir uns heilen. Ich hoffe, jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Sag nicht, wir sind immer nicht full AB. Wir sind grün. Aber wieso ist da noch immer Blutfleck? So.
Dann, liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seitdem Sie Ihrer Untersuchung gekommen sind, zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahme abgeschlossen haben. Dunkle Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichten können, mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihr Symptom auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss diese entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Crawford Lung, Allgemeines Krankenhaus Dulwich. Okay, das heißt, die haben da irgendeine Krankheit, der Blutsartige. Ja. Meiner Meinung nach haben die ein paar mehr Probleme als das, aber ist in Ordnung. Und schauen wir mal kurz noch auf die Map. Ja, Waschraum. Könnt man noch kurz reinschauen, aber sonst würde ich eigentlich zurückgehen. Oh ja. Oh mein Gott, das war der Waschraum, den haben wir eh schon gesehen. Ich will auch nicht nochmal rein, da kommt ja wieder der Daddy her. Das ist aber die Schlange da, gell? Probieren wir es trotzdem aus. Nope. So. Haben wir da schon drinnen? Oder kommen wir da noch rein? Ah, da kommen wir auch noch rein. Okay. Evelyn. Alles klar. Der Föhn da. Er macht mich ganz narrisch. Oh ja. So, jetzt tun wir mal den Hundekopf da dazu. So, 2 von 3. Ich glaube, wir müssen wieder bergab. Der Schatten von diesem Ventilator macht mir echt wahnsinnig. So. So, jetzt gehen wir zum Zerlegungsraum. Und ich hoffe, dass sind nicht mehr zu viele Monster da drinnen, weil wir haben eigentlich auch nur Erbschuss. Oh yeah. Creepy. Sieht jetzt schon wieder so aus, als ob da wer geht. Ey, das ist viel zu creepy. Oh yeah. Wir versuchen es aber auch mitmachen. Auf den Kopf habe ich gesehen. Ah, bitte nicht. Okay, okay. Ich habe nur einen Schuss verbraucht. Ich würde ein bisschen Spaß haben mit der Munition umgehen, aber jetzt bluten wir halt schon wieder. Kann man jetzt schon wieder healen? Wir sind gelb, wir healen uns erst, wenn wir rot sind. So. Der Zerlegungsraum ist ja eigentlich, wenn ich da durchkomme, vor. Aber wie komme ich da durch? Probieren wir es mal da. Nein, das geht aber nicht. Aber wir schauen es noch einmal an. Da haben wir uns nicht mehr so prüfen. Ja, als ob das schon wieder ein Monster war. Haben wir das überlassen? Tja. Cool. Jetzt schauen wir zur anderen Tür. Like. Creepy. Das ist der, glaube ich. Der ist verschlossen. Die Werkstatt, okay. Und da durch. Geht's wieder zurück.
Ja gut, da müssen wir rein. Ey, wieso habe ich noch einmal das Spiel gespielt, da sind ja wieder die ganzen Monster drinnen. Ich will auch nicht. Oder haben wir das schon alle geschafft? Aue. Es ist in uns an. Cool. Er ist doch immer da. Wir haben keine Schuss mehr. Ich muss das mit dem Messer machen. Aua. Ich bin nicht sterben. Hocken. Nice. Sehr nice. Hey, wieso? Sind da noch immer so viele Monster und da habe ich keinen einzigen Schuss. Sie sind sehr wieder, also molded heißen die anscheinend, widerstandsfähig. Um sie aufzuhalten, müssen sie entweder den Kopf abdrehen oder ihre Gliedmaßen. So, cool. So, wir haben schon wieder nur noch 11 Schuss. Der erste geht da eh schon wieder. Cool. Hi. Jetzt sind wir auf dem Kopf. One-Click! Easy! So. Jetzt gehen wir aber gleich in die richtige Richtung. Jo, langsam bin ich da unten der Profi, aber... Da eine. Jetzt bewegt sie und trappelt schon wieder alles. Ah ja. Das kann man da noch kaputt machen. Pistolenmunition! Cool. Aber die funktionieren ziemlich gut mit der Shotgun-Kumpel vor. Hi. Ich muss da vorne hergehen. Oh mein Gott. So. Cool. Hallo. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Und hinter uns. Auf den Kopf. Boom. Ey, wieso haben wir so wenig Schuss nur noch? Oh. Alles in Ordnung? Passt. So. Ach du meine Güte. Auf den Kopf. Boom. Nett. Boom. Ey, der kriegt keine 3 Schüsse. Der hat ja keine Gliedmaßen mehr. Wir müssen der uns überhaupt noch attackieren. So, passt. 2 Schüsse für eine schon. Komm nicht weit. Oh, da ist noch einer. Boom. Noch einer! Was ist da los? Die schauen so schier aus. Hallo? Muss das schnell sein? Ah, Blindmunition. Da bewegt sich wieder alles. Stark flüssige Kommentare. Warte mal. Das ist der Boilerraum. Na da ist die Tür. Geht nicht da? Hey, soll ich da jetzt nicht durchkommen? Kann mit anderen wegen Kombinierung deren Eigenschaften so stärker als normale flüssige Kommentare. Psychopathikum. Ja, wow! Soll man da jetzt da mit einer Schießpulver so einen Megaschuss machen und dann da aufschießen? Aber soll ich es gleich versuchen aufschießen? Auf unsere heilige Munition? Ich mag den Raum nicht mehr. Cool! Ja. Probieren wir das mal aus. Jetzt gehe ich kombinieren. Wir kennen jetzt daher schon Pistolenmunition. Der beste Pistolenmunition. Da erhöht sie die Durchschlagskraft. Und starkes erste Hilfemittel können wir auch herstellen. Also zurzeit kann ich kein einziges herstellen.
von den ganzen Sachen, weil die anderen Sachen hab. Cool. Das passt nicht zu diesen Stimmen. Und wenn wir gar nicht weiterkommen, das Psychedelikum dann nehmen, damit Items in der Nähe aufblitzen. Ja gut, das war der Plan. Ich glaube, da kriege ich dann einen Schlüssel. Ich hoffe, das stimmt. Alles ist verschlossen. Und wie komme ich da zurück? Ja. Ah ja, und da war ja eigentlich auch was mit dem. Das ist ja auch verschlossen. Ah, da war ja Notiz. Da denkt dran, Dreier und einen Handabdruck. Hoppala. Aber was soll 3A sein? Meiner Meinung nach könnte das die Nummer 3 sein. Können wir dazu machen. Und da ist der Handabdruck oben. Und dann geht es auf. Nicht? Ja, komm. Das ist auf jeden Fall 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 und ein Handabdruck? Vielleicht 3 Buchstaben, ich weiß nicht, oder? Dauer hat 4 Buchstaben. Ah, da. Da ist der Handabdruck oben. Dreimal den Handabdruck aufmachen. 1. 2. Also, ob das stimmt. Das kann nicht stimmen. 2. Und nochmal. Und so machen. Und jetzt geht's ab. No. Okay, weiß es nicht. 3A. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet. Denk dann 3A und einen Handabdruck. 3A und einen Handabdruck. Ach so. A. Das ist der Handabdruck. Den machen wir mal auf. A kennt in den Fall. Sagen wir das dann. Es ist offen. Hab ich mich geschreckt. Warte mal. 3? A? Na, warum sind das? Das war für mich A und ich hätte jetzt noch das aufgemacht. Aber okay. What the heck? Ich hab Angst. Oh mein Gott. War klar, oder? Der ist natürlich nicht One-Shot. Wie was habe ich das aufgemacht? Boom. Sehr. Schlüssel zum Zerlegungsraum. Also, wie ich das jetzt geschafft habe, so weiß ich auch nicht. Aber ich hab's geschafft. Cool. Schaut richtig sick aus. Wieso? War das schon wieder so intensiv? Vergiss die ganze Zeit, wie man zum Zerlegungsraum kommt. Aber ja. Geht nur noch 4 Schuss. Das ist schlecht. Da ist ein Kraut. Das ist gut. Der Motor da. So, schauen wir mal kurz, wie wir kombinieren. Wie kennt das kombinieren? Kennt man nicht. Vor allem keine flüssige Chemikalie haben. Ich würde es eigentlich nicht aufmachen und schauen, was da drin ist, weil es ist ein Zerlegungsraum. Aber es würde so sein, dass wir das aufmachen müssen. Hi! Das ist sicher nicht creepy. Das gefällt mir schon ganz gut. Na? Ich sollte ihr Vater sein. Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein wird. Nein. Ich werde ihn finden. Und werde ihn leiden lassen. Und du, mein Freund, wirst mir helfen.
ist er hingegangen? Na, er hat ihn. Er ist gerade in die Leichenhalle umgegangen. Jiha! Das wird richtig super. Ich freue mich schon. Leichenhalle klingt grandios. Wieso? Wieso spüle ich das Spiel? Ich mach das nur für euch, okay? Yay. Es ist super, wenn da Munition und Kraut um und um liegt, aber ich keine Chemikalien mehr habe. Können wir wenigstens eine gute herstellen? Ja. Ich habe eine gute Chemikalie hergestellt. Gut. Okay. Das wird sicher lustig da drinnen. Lass mich nochmal schauen, wie der Raum hast. Es ist die Leichenhalle. Juhu! So. Die Geräusche sind immer super. Da hängen halt einfach Leichen oben. Hi. Teddy? Mr. Baker? Oh ja, noch mehr Heal. Gehen wir gleich mal kombinieren. Wir könnten so Munition herstellen. Aber ich bin ja das ist auch, oh mein Gott. Wir sind zurzeit full life. Ich häng da gleich bei denen dabei. Ah, das ist der Raumwerk und wo? Du hast jetzt checkt. Armer Deputy. Was? Armer Deputy? What? Nee, das ist mir zu creepy. Hi. Oh mein Gott, ich hab schon gedacht, jetzt kommt er. Da ist er drinnen, ne? Eintreten. Treten wir mal da rein. Cool. Was ist denn? Ah, da ist der Kopf. Ja! Hallo! Fight! Du kommst hier nicht raus! Nein! Ich bedarf keine Munition. Oh ja, da vorne. Und. Ah, wir können vielleicht. Nein! Oh mein Gott, der schaut arg aus. Ich hab's geblockt. Nachladen? Draußen? No. Kann ich immer so treten mit denen? Nicht? Okay, probier's noch einmal. Ja, ich kann ihn so wegtreten. Aber muss ich meine ganze Munition verballern? Oh mein Gott. Ist das cool? Ist das cool? Oh mein Gott. Bitte! Ja, ist der Motorsäge! Ja, wie gemein ist er? Ja, da, ne? Alter! Geil! Oh! Oh mein Gott! Ich habe Motorsägen habe ich noch nicht so oft gespült. Und einen in den Rücken. Nein! Und das wollte ich nicht. Oh fuck! Oh mein Gott, Motor einschalten? Losgefallen? Oh, fuck! Oh mein Gott! Ich muss mich lieben, glaube ich.
sorgt eher für einen Sammelmaschinen. Nein! Aua! Aua! Oh mein Gott! Oh, der ist voll blöd. Ah! Du siehst den Waffen aus! Uff! Aua! Nein! Ja, das ist der Anfang, war so gut. Also, der ganze Anfang nicht, aber mit Jack fertig werden. Lass es nicht von Jacks bezahlen, durch Waffe einschüchtern und suchen sie sich die Umgebung noch etwas ab, das ihnen im Kampf einen Vorteil schaffen könnte. Ja, cool.